Es passierte im Sommer 2010. Ich erinnere mich noch, dass meine Ferien gerade begonnen hatten. In der kommenden Woche sollte ich meinen Großvater in Florida besuchen. Daher versuchte ich, möglichst viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, bevor ich abfuhr. Wir waren zu fünft, drei Mädchen und zwei Jungs. Für diese Geschichte werde ich sie Miguel, Denise, Mariah und Eric nennen. Miguel und Denise waren Zwillinge und die Ältesten. Mariah und Eric waren schon 14 und ein Pärchen. Ich war mit 12 Jahren die Jüngste. Da ich noch auf die Mittelschule ging, während sie bereits die Highschool besuchten, wollten sie sich immer besonders um mich kümmern. An diesem Dienstag saßen wir also gegen 3 oder 4 Uhr nachmittags auf Erics Sofa und spielten FIFA. Wir hatten bereits um 2 Schulschluss gehabt. Gerade als Miguel seine Schwester in einem Manchester United gegen Liverpool-Spiel fertig machte, schlug Eric vor, in den Park zu gehen. Alle stimmten zu und wir nahmen einen Fußball mit. Der Park lag nur etwa 2 Blocks von Erics Garten entfernt. Dort gab es einen großen Spielplatz, der von Bäumen umringt wurde, auf die man klettern konnte. Außerdem gab es ein großes Fußballfeld nahe des Spielplatzes, das ich mit meinen Freunden oft besetzte. Auf der anderen Seite des Parks lag ein Baseballfeld. Neben dem Feld lag ein kleiner Friedhof und ein Waldstück. Ich fand es dort nicht besonders gruselig, bis ich herausfand, dass ein Privatfriedhof, der durch ein Metalltor abgetrennt wurde, dahinter lag. Normalerweise ignorieren wir den Teil des Parks, da er kaum zu sehen war. Wir begannen mit unserem Spiel. Mariah, diejenige von uns, die sich immer am meisten traute, hatte plötzlich ein bösartiges Grinsen im Gesicht. Hey, lasst uns über den Zaun auf den Friedhof klettern. Miguel und Denise schauten sie an, als sei sie verrückt geworden. Bist du verrückt? Was ist, wenn dort jemand arbeitet und wir geschnappt werden? Miguel protestierte. Doch Mariah bestand darauf. Die werden uns schon nicht schnappen. Entspannt euch doch mal. Nachdem sie ein paar Minuten auf uns eingeredet hatte, gaben wir nach. Wir machten uns auf den Weg zum Friedhof. Währenddessen verdunkelt sich der Himmel langsam. Wir ließen den Ball fallen und liefen über vertrocknete Äste, bis wir das Eisentor erreichten. Eric kletterte zuerst auf die andere Seite, danach folgten Mariah, Miguel und Denise. Wie ich bereits erwähnt hatte, war ich die Jüngste. Hinzu kam, dass ich auch körperlich kleiner als die anderen war. Außerdem hatte ich schreckliche Höhenangst. Während die anderen also über das Tor kletterten, quetschte ich mich durch einen Spalt an der Unterseite. Wir schauten uns auf dem Friedhof um. Nach etwa 15 Minuten wurde die Luft nebliger und dicker. Und außerdem sahen wir einige Glühwürmchen. Der Friedhof sah sehr ungepflegt aus. Trotzdem ließen wir uns nicht davon abhalten, dort zu spielen. Wir versuchten, die Glühwürmchen zu fangen und einander damit zu ärgern. Ich war ein ziemlich idiotisches Kind. Daher sprang ich direkt vor den Gräbern hin und her. Ich wusste, dass dies falsch war, doch wir waren in der Nachbarschaft sowieso schon dafür bekannt, immer Ärger zu machen. Wir lachten und machten Witze. Plötzlich schaute Mariah jedoch ernst. »Guckt mal«, sagte sie. Etwas weiter hinten begann sich ein Schatten aus dem Dunkel hinter einem Baum herauszulösen. Im Licht der untergehenden Sonne sah es nicht wie ein Ast oder Ähnliches aus. Ich schaute zu meinen Freunden, die das Ding interessiert beobachteten. Mariah begann darauf zuzugehen. Ihre Schritte waren selbstbewusst. Wir anderen blieben zurück, um ihr die Entdeckung zu überlassen. Während sich Mariah dem Ding näherte, bekam ich ein ungutes Gefühl. Irgendetwas an der gesamten Situation war absolut falsch. Wir alle schauten ihr zu, als sie langsam auf den Baum zuging, nur um dann abrupt zu stoppen. Nachdem sie einige Sekunden gewartet hatte, ging sie vorsichtig weiter. Ich schaute zu meinen Freunden, die weiterhin gebannt in ihre Richtung starrten. Wir sollten gehen, es ist schon spät und unsere Eltern suchen bestimmt schon nach uns. Ein schrecklicher Schrei unterbrach mich. Er kam aus der Richtung, in die Mariah gerade gegangen war. Sofort rannte Eric ihr nach. Wir übrigen folgten ihm. Mein Adrenalin sorgte dafür, dass ich außer unseren Schritten auf dem trockenen Laub und meinen eigenen Herzschlag nichts hörte. Eric erreichte Mariah und schaute auf das, was sie anstarrte. Dann machte er ein paar Schritte rückwärts. Er stolperte über einen Ast und fiel hin. Sein Blick war wie erstarrt. Die anderen beiden und ich hielten mit etwas Abstand an, bevor wir Eric zu nahe kamen.
Wir stöhnten auf und hielten uns die Nasen zu, als wir plötzlich einen unglaublich ekligen Geruch wahrnahmen. »Was ist das?«, fragte Miguel, während er sich mit zwei Fingern die Nase zuhielt, um den Gestank zu entgehen. »Eine Leiche!« Eric schaute uns an und stammelte. Er zitterte und im letzten Licht des Tages sah er unheimlich blass aus. Mariah hatte sich von dem Ding weggedreht und würgte, während sie sich ihren Bauch hielt. Ich ging an den anderen beiden vorbei, auf das verstörte Pärchen zu, während ich meinen Blick auf den Boden richtete. Was ich dann sah, verstört mich bis heute. Der Geruch intensivierte sich weiterhin. Beinahe musste ich mich übergeben. Es war, als hätte ich komplett vergessen, wie mein Körper funktioniert. Vor mir sah ich einen leblosen Körper. Der Anblick war kaum zu ertragen. Weitere Details möchte ich hier nicht nennen. Er lag in einer merkwürdigen Position da. Seine Arme und Beine standen ab. Vermutlich waren sie gebrochen. Das Gesicht hatte viele Wunden. Und natürlich waren in den Wunden bereits tausende von Maden zu sehen. Der ganze Körper war blutüberströmt. Wahrscheinlich lag er bereits seit einigen Tagen dort. Ich stand wie eingefroren da. Ich sah die Maden über seinen Körper kriechen und die Fliegen herumschwirren. Bevor ich verstand, was los war, zog jemand an meinem Arm. »Komm schon, wir müssen von hier verschwinden!« Eric schrie mich ungeduldig an. Es fühlte sich an, als würde er mir gleich den Arm ausrenken. Ich sah, dass die anderen bereits wegliefen. Miguel hatte Mariah hochgehoben und trug sie davon. Bevor ich meine Beine bewegen konnte, griff Eric nach mir und trug mich genauso. Dabei rannte er so schnell, wie er nur konnte. Wir rannten zum Tor und fanden die Öffnung, durch die ich gekrabbelt war. Unsere Freunde waren bereits auf der anderen Seite. Zusammen liefen wir zurück zu Erics Haus. Eric sagte, wir sollten uns beeilen, hereinzukommen. Danach schlug er die Tür hinter uns zu und schloss sie ab. Wir waren alle unheimlich verängstigt und schnappten nach Luft. Einige Augenblicke später begann ich zu weinen. Denise kümmerte sich um mich, während Miguel Mariah anschrie, die völlig erschöpft vom Rennen war und sich übergeben hatte. Mariah saß auf dem Sofa und starrte auf den Boden. »Hey Mann, beruhige dich. Wir alle haben Angst. Und dass du Mariah anschreist, bringt uns auch nicht weiter«, sagte Eric, während er Miguel zurückhielt. Die älteren Kinder überlegten, was nun zu tun sei, während Denise weiterhin versuchte, mich zu beruhigen. Eric rief anonym die Polizei und telefonierte danach mit unseren Eltern, damit sie uns abholten. Als ich zu Hause ankam, ging ich direkt in mein Zimmer und weinte. Immer wieder tauchte das Bild des Mannes vor meinen Augen auf. Als meine Geschwister mich fragten, was los sei, dachte ich mir eine Lüge aus. Niemand außer uns wusste von dem Vorfall. Vor kurzem hat mich Denise über Facebook kontaktiert und gefragt, ob ich mich noch an den Vorfall erinnern könne. So bin ich dazu gekommen, euch von der Geschichte zu erzählen. Ich sagte ihr, dass ich mich noch gut erinnern könnte und dass ich durch den Vorfall noch immer traumatisiert sei. Sie erzählte mir, dass sie sich ein paar Jahre später über den Vorfall informiert hatte. Scheinbar hatte der Mann zu einer zwielichtigen Gruppe von Personen gehört, da die Polizei seit den 90ern auf den Fersen war. Er hatte Tausende von Dollar von seinem Boss gestohlen und wurde vermutlich aus diesem Grund umgebracht.